Zwar werden heute keine Fernsehgeräte mehr vertrieben, aber das RFT-Markenzeichen steht heute immer noch für Innovation und Zukunftsvisionen. Heutzutage ist RFT-Kabel der innovativste Kabelnetzbetreiber in Berlin und Brandenburg. Bei der Festveranstaltung 65 Jahre RFT im Pauli-Kloster machte Firmenchef Dr. Klaus-Peter Thiemann stolz deutlich, dass man mit dem sogenannten Triple Play, Kabel-TV, schnelles Internet und Telefonie hervorragend für die Zukunft aufgestellt sei. Was braucht auch der Mensch von morgen und übermorgen, wo entwickelt sich, ich sage mal, auch der Bedarf im Rahmen der Datenraten hin, um eben das richtig zu bestellen und ein Unternehmen zukunftsorientiert auszurichten, muss man dann in diese Technologien, ich sage mal, hineingehen, sie physikalisch gestalten und, ich sage mal, aufsetzen, um das Unternehmen auch, ich sage mal, übermorgen, sagen wir mal, im Markt zu sichern. Die Veranstaltung mit unzähligen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Fernsehwelt war ein kurzweiliger Mix der RFT-Unternehmenskultur. Auf den Punkt gebrachte launige Reden, darunter die Worte des weltberühmten Designer-Stargastes Luigi Colani, hervorragend zusammengestellte Filme zur Firmengeschichte und eine historische Präsentation von Radio- und Fernsehgeräten seit den 50er Jahren bis heute. Unternehmensnachfolger Stefan Thiemann zeigte den Gästen, was RFT als neuestes Produkt in der innovativen Pipeline hat. Bei uns gibt es etwas Neues, das habe ich präsentiert heute im Rahmen der Veranstaltung. Wir wollen ein neues Produkt unseren Kunden anbieten, RFT Kabel Choice, eine Informations- und Video-on-Demand-Plattform, mit der wir unseren Kunden einfach noch dichter kommen wollen. Wir wollen ihnen noch bessere Informationen liefern, besser als es jeder Samsung-Fernseher oder jedes Apple-TV kann, denn es sind Informationen von hier, es sind lokale Informationen gepaart mit einem interessanten Video-on-Demand-Portal. Luigi Colani, der Designer des RFT Colani TV-Gerätes aus den 90er Jahren, hatte extra einen Geschäftstermin in Korea sausen lassen, um bei der 65-Jahr-Feier RFT mit dabei zu sein. Hier hängt mein Herz drin. RFT, ja. Hier haben wir bei RFT mal einen super Fernseher gemacht. In seiner Zeit absolut das Schärfste von der Technik und vom Look. Ja. Und eine Industrieintrige hat uns zur Sau gemacht. Seine launige Rede und die ganze Jubiläumsfeier fand großen Anklang bei den Gästen. Sehen Sie nächste Woche noch mehr von dieser Veranstaltung im SKB-Journal. Mit RFT weiterhin Geschichte gemacht.